Wo ist dein Schatz? Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Matthäus 6,19-21. Man kann sein Herz an ein Bankkonto hängen oder man kann es mit den Anliegen des Reiches Gottes erfüllt sein lassen. Entweder das eine oder das andere. Unser Herz ist da, wo unsere Schätze sind. Der Herr Jesus hat seinen Nachfolgern ausdrücklich verboten, Schätze auf Erden zu sammeln. Er wollte, dass sie mit ganzem Herzen für seine Interessen da sind. Ist diese Lehre Christi für die heutige Zeit nicht zu radikal und zu extrem? Hat er das wirklich so gemeint? Sagt uns nicht schon unser gesunder Menschenverstand, dass wir auch an unser Alter denken müssen? Erwartet er etwa von uns, dass wir so leichtsinnig sind und es unterlassen, für böse Tage etwas auf die hohe Kante zu legen, für unsere Familie zu sorgen? Dies sind echte Fragen, auf die alle Nachfolger Jesu aufrichtig eine Antwort in der Schrift suchen müssen. Was sagt die Bibel dem Gläubigen zum Beispiel über das Sparen? Ist es verkehrt, für einen gewissen Rückhalt zu sorgen? Wie sieht der christliche Lebensstandard aus?